Dass wir in Deutschland kaum noch messbaren Wohlstand haben, das wissen wir alle. Dass unsere Wirtschaft komplett vor die Hunde geht, das wissen wir auch. Aber die eigentlichen Säulen unseres Reichtums, was wir mal hatten, das weiß so ziemlich keiner. In diesem Video werden wir mal beleuchten, woher die Säulen überhaupt gekommen sind und warum unsere Politiker sämtliche Länder im Moment gerade mit Füßen treten, die uns den ganzen Wohlstand gebracht haben. Laut Gabor Steingart sind die Säulen des deutschen Wohlstandes in Gefahr. In seinem Artikel beschreibt er die drei Hauptfaktoren, die in der Vergangenheit zum Wirtschaftswunder Deutschland beigetragen haben. Vom eigentlichen Wirtschaftswachstum, vom eigentlichen Wirtschaftswunder Deutschland ist rein gar nichts mehr über. Wir sind die einzige Industrienation, die in der Deindustrialisierung ist. Wir müssen unsere Ziele quasi unter Null avisieren, dass wir nicht komplett, ich sag mal, den Weg zur Weltspitze verlieren. Und wenn du auch der Meinung bist, hier in Deutschland darf das so nicht weitergehen, lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Mir hilft es extrem weiter, noch viel, viel mehr Menschen die Wahrheit über Deutschland auszuspielen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA, Russland und China. Nun jedoch scheint es, dass diese Beziehungen sich langsam auflösen. Wir nehmen jetzt mal Russland raus als eine Säule. Ich glaube, da mache ich schon genug Videos drüber. Wir gucken uns mal die USA an. Und auch China. Robert Habeck ist in den USA und ich meine gerade, was die University in den USA angeht, die sind ein extrem geschütztes Gut. Was macht er? Setzt sich dahin und redet mit dem F-Wort. Das wird dort gar nicht toleriert und das finden die US-Amerikaner auch überhaupt nicht cool, ja, sowas zu machen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben nichts Besseres zu tun, als der führenden Wirtschaftsmacht, ja, aufzudiktieren, dass sie ihr Klima in den Griff kriegen soll, während uns, ja, die USA ständig wieder sagen, bringt doch eure Verteidigung auf Vordermann. Deutschland hat nicht eine funktionierende Brigade, wenn es zum Kriegsfall kommen würde. Dass da irgendwann mal die USA auch sagen, hey, geht's noch? Kann ich nachvollziehen. Und was machen wir im Moment mit China? Ja, die Chinesen haben nun mal da hinten ihren Kommunismus und wenn wir da ständig gegenreden und die nonstop anfeinden, auch hier Baerbock, Habeck, immer wieder Krieg Richtung China, dann dieses TikTok-Verbot, was jetzt hier in Deutschland kommen sollte. Ja, wir machen alles, um es uns noch mit den Chinesen zu verscherzen. Den US-Amerikanern spielen wir nicht mehr in der Karten, nicht mehr in die Karten für unsere Sicherheit. China sagt irgendwann, nee, warum soll ich noch was aus Deutschland abnehmen? Die schwemmen eher so ein bisschen unseren Markt. Und dass Russland im Moment nicht gerade gerne Geschäfte macht mit uns, sollte uns auch klar sein. Zwei dieser drei Säulen haben sich aber zu einer Einheit zusammengeschweißt, China und Russland, und haben die sogenannten BRICS-Staaten gegründet. Und da hat niemand, wirklich niemand Lust, Deutschland zu helfen. Es scheint, als ob die Vereinigten Staaten Deutschland nicht mehr als bevorzugten Partner sehen. Auch die Energiepartnerschaft mit Russland ist aufgrund des Krieges in der Ukraine eingestellt, was erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft habe. Die Welt grenzt sich immer mehr ab von Deutschland. Selbst die Russen und die Amerikaner machen noch Geschäfte miteinander. Aber die EU, ein Sanktionspaket nach dem anderen und die US-Amerikaner lachen sich darüber schlapp. Also auch das schon mal traurig. Aber wer glaubt, dass das jetzt schon so wirklich der Höhepunkt gewesen ist? Wartet mal ab, aber was denkt ihr darüber? Sollten wir so langsam mal mit allen drei Kippe machen und versuchen uns mal wieder anzunähern oder wollen wir weiter unsere grüne Klimaideologie vorantreiben, auch auf die Gefahr hin, dass wir irgendwann mal wie Afrika enden? Immerhin stammten zum Höhepunkt 2021 mehr als 65% unserer Gasimporte aus Russland, erklärt Steingart. Ebenso kritisch sieht Steingart die Beziehungen zu China. Einmal ein verlässlicher Abnehmer deutscher Industrieprodukte, sieht sich China nun selbst als die mächtigste Exportmacht der Welt. Ja, haben sie auch extrem clever hinbekommen. Also auch diese ganzen Sachen zwischen Russland. Wir haben uns so dermaßen sanktioniert, dass niemand mehr mit uns Geschäfte machen möchte. Selbst China sagt, nö, wieso, wir können doch jetzt das Ganze besser selber machen. Und die Energie, die wir eigentlich mal aus Russland bekommen haben, eigentlich hatten wir einen richtig genialen Kreislauf. Wir haben produziert, haben es ins Ausland verkauft
Und für diese Produktion haben wir Gas aus Russland bekommen, die sehr günstig gewesen ist und haben damit ja quasi die Russen finanziert. Ist ja so. Die wiederum haben dann auch viel aus China abgenommen und wir hatten einen wunderbar sauberen Kreislauf und haben einfach unsere Sicherheit in die Hände der Amerikaner gegeben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir selber Krieg spielen wollten und wo wir unbedingt Panzer in ein Krisengebiet schicken wollten. Ab da hatten wir extreme Probleme. Und das sehen wir alleine schon an Nord Stream, das ist immer noch nicht aufgedeckt worden. Und wenn ihr Bock habt, dass ich da mal ein Video drüber mache, weil da gibt es sehr, sehr viele neue heiße Erkenntnisse, sagt mir das gerne mal hier unten drunter, dann werde ich als nächstes mal ein richtig cooles Nord Stream Video machen, was uns, ja, weiß gemacht werden soll, was da passiert ist, aber dass das physisch gar nicht funktioniert, naja, das wissen wir, glaube ich, alle. Diese beunruhigenden Trends werden nach Meinung von Steingart in den aktuellen politischen Debatten in Deutschland kaum thematisiert. Stattdessen dominieren Themen wie Cannabis, Wärmepumpen und Bürgergeld die Diskussionen. Steingart warnt, Zitat, die bisherige Wirkstoffformel für unseren Wohlstand funktioniert nicht mehr. Und vor allen Dingen das Gendern. Also, unsere Wirtschaft geht immer weiter den Bach runter. Niemand der führenden Wirtschaftsmächte möchte noch großartig mit uns Geschäfte machen. So langsam ist es mal an die Zeit, dass wir unbedingt handeln müssen und zumindest mit China und auch mit den USA irgendwo uns an den runden Tisch kriegen, dass wir nicht nonstop hören, ja, so wie Biden, wir müssen alles in Amerika kaufen, sondern das ist definitiv der falsche Weg, das falsche Zeichen für Deutschland, dann wird es hier bald sehr schnell sehr, sehr dunkel und wir können niemanden mehr aufnehmen.